saudumm gelaufen. Fahren Sie um mich rum, Sie Vollidiot. Hallo, mein Morgensternchen. Ich sag dir was, Jake. Wenn du alle bescheuerten Autofahrer, die in New York rumeiern, erledigen willst, montier eine Kanone auf mein Auto, denn früher oder später landen sie vor meinem Kühler. Ich will da vorne in einen Parkplatz einbiegen, in meinen Parkplatz, und da kommt irgend so ein Idiot und schnappt ihn mir vor der Nase weg. Und du bist zurück und hast ihn zugeparkt. Darauf kannst du wetten. Ja, ich blockiere die halbe Straße. Wer um mich rum will, muss über den Mittelstreifen fahren. Die können mich alle. Ich bewege mich nicht vom Fleck. Puh, niemand hat mehr Manieren auf der Welt. Wo ist Reggie? Die ist joggen. Ich schmeiß den Laden. Hm. Hast du denn Ahnung von dem, was du da tust? Ich habe sehr viel Kaffee gekocht, bevor ich blind wurde. Ja, offensichtlich ist von dem auch noch jede Menge übrig. Hey, Becker. Jemand hat deine Antenne abgerissen und prügelt damit auf deinen Wagen ein. Ist mir egal. Ich habe kein Radio. Ich weiß nicht, was dein Vater dir über Gastronomie beigebracht hat, aber er hat dir bestimmt nicht geraten, einem Blinden die Kaffeemaschine anzuvertrauen. Wenn deine Kippe mal nicht in deinem Lästermal steckt, beleidigst du die wenigen Sinne, die mir noch geblieben sind. Tut mir leid, Becker, aber ich kann den Tag nicht beginnen, ohne zu laufen. Das solltest du auch versuchen, da wirst du was von deinem Stress los. Ja, laufen, tolle Idee. Es gibt nur zwei Gründe zu laufen, wenn du verfolgt wirst oder wenn du in Flammen stehst, sonst ist es dumm. Das war ja nur ein Vorschlag. Wisst ihr, ich sehe jeden Morgen diesen Kerl, der über die Aschenbahn bei der Highschool joggt. Sein Hund sitzt einfach da und sieht ihm zu. Ja, der eine von beiden läuft, der andere läuft nicht. Der nicht läuft, lässt sich von dem anderen sein Häufchen wegputzen. Wer von den beiden ist wohl schlauer? Du bist Arzt. Solltest du deinen Patienten nicht etwas Bewegung empfehlen? Ich empfehle meinen Patienten, sich zu bewegen. Und sie tun's nicht. Das ist so ein Spiel von uns. Vergiss es einfach. Ich hol dir deine Eier. Eier, Zigaretten und keine Bewegung. Wenigstens wirst du mir nicht mehr lange auf die Nerven fallen. Weißt du, John, du siehst das völlig falsch. Laufen ist toll. Also mir fehlt es. Es hat mir auch immer geholfen, sexuelle Spannungen abzubauen. Tja, und wie baust du sie jetzt ab? Die sexuellen Spannungen? Ich hab Sex. Man kann sehr wohl Sex haben, wenn man blind ist. Bei meiner letzten Frau hätte es mir jedenfalls geholfen. Aber weißt du, manchmal, wenn ich gerade keine Frau haben kann, naja, wie sage ich das am besten? Du läufst auf der Stelle? Naja, blind kann ich ja davon nicht mehr werden.